Hallöchen, liebe Leute, und willkommen wieder zurück zu Dark Souls 2 und mal wieder. Ich weiß mittlerweile, die Folge fast jede Folge so an. Vielen Dank an den Hinweis, weil da habt ihr wahrscheinlich recht. Ich habe es mal im Vorfeld noch nicht nachgeschaut. Aber das sieht nicht danach aus. Ne, gut. Da hattet ihr dann vollkommen recht, dass ich nämlich keinen Duftzweig mehr habe. Also bringt mir der obere Weg, wo wir letztens freigeschalten haben, nichts. Um meine Magieausrüstung zu bekommen. Details müssen wir erstmal kurz andere Bosse platt machen, wo ich dann wiederum einen Duftzweig bekomme und etc. Wo ich das dann freischalten kann. Ich sehe es aber auch gerade hier, dass ich so einen Wahrheitsverkünder habe. Den habt ihr auch schon geschrieben, dass ich den hier habe. Und ich dann ja so gesehen hier die eine Fläche bei dem Wald freischalten könnte. Aber da weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, habt ihr den Fall leider nicht dazu geschrieben, was es da nochmal gab. Deswegen werde ich das ganze Gedönsel mit diesen Steinchen eher gegen Ende machen, um halt hier die ganze Magien etc. Bibabo noch freizuschalten und ja, sonstiges Zeugs halt. Das heißt, wir machen jetzt hier im Jäger ein, glaube ich. Brückenzugang? Nee. Scheiße. Welcher war denn das jetzt? Weit durchfallen Riesen? Soldatenrast? War das das? Dazwischen gibt keinen Sinn, mein Schule auch aus Recht, das aus Recht nicht, das auch nicht. Ah, das hier war das, genau. Ist das zweite, richtig. Mit dem hier weiter. Ja, genau, das ist es auch. Genau, passt. Richtung dieses tolle Pferd da und die Skelettkönige, wo ich dann in diesem Fall Benhard als Unterstützung dazu holen kann. Für eine weitere Trophäe, aber gut, so weit kommen wir wahrscheinlich jetzt hier eh nicht. Diese tolle Leiche da hinten. Egal. Es dauert noch. Da komme ich jetzt erstmal so nicht hin. Aber jetzt halt hier. Ey. Penner. Au. Feuer habe ich auch. Hier erstmal weiter. Dann mal schauen, wie weit wir dann hier noch kommen. Dann ist, glaube ich, nichts groß zum Einsammeln. Ach ja, diese Dinger. Oh, nee. So. Erstmal so, ne? Glasklar. Boah. Uiuiui. Das war knapp. Aber erfolgreich. Reicht. So, sammeln wir es mal hier alles ein, was so zum Einsammeln geht. Ganz vergessen. Was? Hä? Nein! Ach Mann! Nur wie dieser Scheißmod, ja gut, nice to know, dass ich jetzt das weiß, dass hier erstmal hier mal wieder ein Finstergeist spawnt und da die Scheißmod ist, weil die schieße ich jetzt nämlich dann runter, die nervt. Ausrechnen, wenn natürlich hier gerade der NPC kommt und Vergiftung ist immer scheiße. Ja, also nochmal. So, hier, Moment, was war denn das da? Ach ja, das war nur die da. Genau, da hinten ist meine Leiche jetzt wieder. Alles klar. Also das gleiche nochmal. Wo kam denn eigentlich dann der andere daher? Hä? So. So. Ja, da oben sitzt er. Ne, guck keiner. So, ich spiele hier nochmal. Puh. Zum Glück hatte der gar keine Lust mehr. So, wo ist dieses scheiß Viech da oben? Nehmen wir aber den normalen Seelenfeld, das dürfte reichen. Ne? Ne. Gut, brauchen wir zwei. Macht auch nichts.
So, und ja, da kommt er wieder. Also doof sind die echt nicht, ne? Das. Aha. Gut. Das bringt also alles nichts. Aha. Sehr schön. Siegersalber. So. Gut, so geht es natürlich auch. Dauert nur ein bisschen, weil ich immer den richtigen Zeitpunkt abwarten muss. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Finstergeist wurde besiegt. Genau. So schaut's aus. Was? Menschenbild. Sehr schön. Da machen wir gleich mal weiter, wenn wir schon bei Backsteppen sind. Na, ich liebe diese Backsteps, ne? Einfach geil. Aromaschlick. Wäre jetzt schon der zweite. Komme ich so nicht rein? Wie war denn das nochmal? Nee. Nee. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal noch den da platt. So. Ah ja. Hä? Okay. Die haben wohl keine Lust auf Stress. Ja. Bleiben wir hier. Ja, guck mal an hier. Was kämpfst denn du da rum? Ja, machen wir das hier schon mal. Die Brücke auf. Na toll. Nein. Ganz vergessen. Stimmt. Da kommt einer von oben runter gejumpt. Na, ich Depp. Puh. Na, immerhin ist der Finstergeist besiegt. Matte Glut. Shit. Mal wieder tot. Aber immerhin den Hebel schon mal offen. Scheiße. Na. Hä? Ah, guck mal an hier. Wer kam denn jetzt hier wieder runtergeschampt? Gott. So. Kommst du hier hoch oder bleibst du da hängen? Ach, Mann, Mann, Mann. Ich könnte natürlich auch mal hier das Schwert aufrüsten, aber ich würde das halt erstmal hier gern für wichtigere Items benutzen wollen. Lebensstein. Nice. So, da oben ist wieder diese dämliche Motte. Das heißt, gehen wir uns einfach hier lang. So. Ja, reicht. Gut.
Yippie. Mal wieder eine Imberfackel. Gibt es hier sonst noch was zum Looten? Hä? Ah, toll, okay. Aha, hi. Ich glaube, da muss ich dann da hinten durch die Höhle, wa? Ja. Gut, schade. So, wo haben wir denn jetzt? Ja, noch ein Stück weiter. Hier irgendwo, ne? Ja, da bin ich gestorben. Diesmal nicht. Gott. Scheiß Hunter. Ist ja fast wie bei World of Warcraft hier damals. Und dass dieses scheiß Pet auf dich zugrannt. Crap. Gut. Der hier regt mich jetzt auch schon die ganze Zeit auf, dieses Rumgeheiere. Boah. So. Echt. Ah, gelbes Kraut. Oh ja, auch nicht schlecht. Für später. So, gut. Der Teil würde ich meinen ist clear. Ja, sieht so aus. Abflug. Over the bridge. So. Hier ist nichts. Stehst du auf? Nö, gut. Das Ding ist verschlossen. Gut, also auf jeden Fall hier der ein Bonfire. Ein Twin geht's denn dann hier? Giftvasen. Ist aber auch geil immer gemacht hier mit den Skeletten hier immer. Ach. Dass sie erst meinen Kopf aufsetzen. Ach ja, Skelette. Da war ja was. Irgendwas war hier aber noch. So. Was will diese Scheißvase zerstören? Aha. Hier. Gut, da hinten ist nochmal so eine Scheißvase. Lol. Aha. So.